aktuell in der Luft der Matthias Stumpf, Alter 43, steht er dort. Schaut aber jünger aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er fliegt uns einen Scale-Heli vor. Ein russisches Modell, eine Kamov K32A12. Roter Durchmesser 2,50 Meter, Länge 2,26 Meter, elektrisch angetrieben, im Maßstab 1 zu 4,9 gebaut. Und der Hersteller ist Heli Classic Scale Modelle Matthias Stumpf. Und angetrieben wird sie von einer PAL Taurus Turbine, eine sogenannte Zwei-Wellen-Turbine. Und der Hubschrauber hat was Besonderes, der hat ein richtiges Seitenleitwerk, das auch steuerbar ist. Und es ist ein sogenannter Koaxial-Heli. Zwei gegenläufige Dreiblattrotoren. Das Ganze hat natürlich einen riesen Vorteil, dass man keinen Drehmoment aussteuern muss oder der Heckrotor wird nicht gebraucht, weil man keinen Drehmoment hat auf der Zelle. Und im Original wird dieses Flugzeug, da gibt es Dokumentationen auf N24 oder NTV in Russland, aber nicht nur in Russland, für extremes Lastenfliegen genutzt. Von dem Spielzeug. Der Flieger steigt dann und geht vorwärts, aber so richtig agil sind diese Spielhubschrauber nicht. Dass man sowas im Original nachbaut, war mir bis heute auch nicht so bekannt. Denn immerhin muss ja der obere Rotor in einem gewissen Abstand zum unteren Motor laufen. Und die Achsen müssen ja unglaubliche Kräfte aufnehmen. Die kleinste Unwucht und das ganze Ding verbiegt sich und fliegt durch die Gegend. Deshalb sieht man auch diese Technik sehr, sehr selten. Weil ein Rotor mit diesem Abstand über dem Rumpf, über die Welle, ganz schwer zu realisieren ist. Aber es geht, wie wir hier sehen. Wunderbar. Und es geht sogar im Modell. Er hat noch ein Modell mitgebracht, steht vorne im Ausstellungsraum. Und Pilot und Erbauer ist eine Person, und zwar ist es der Matthias Stumpf. Ja, auch die Rumpfoberfläche, das Fahrwerk und der gesamte Hauptrotor sind extrem scale gebaut. Was heißt es? Es ist so naturgetreu wie möglich gebaut. Wunderbar, Matthias. Vielen, vielen Dank. Super. Danke für diese Darbietung.